Ganz herzlich willkommen zum Bewohnerfrei Podcast, dem Podcast, der sich mit Menschen beschäftigt, die erfolgreich sind und dann genau ins Leben zurückzoomen, um zu gucken, wie hat derjenige oder diejenige das gemacht. Und heute bei mir der Markenrebell. Allein der Name des Markenrebells ist schon cool, weil alleine das ist eine Marke. Der Markenrebell. Ich sage euch ein bisschen, was der Norman Glaser macht. Das ist nämlich richtig spannend. Er ist eine Strategieexperte und Führungskräftecoach für digitale Markenführung. Mit der Arbeit hilft er Menschen und Unternehmen, sich als Marke zu positionieren. Sehr, sehr spannendes Thema. Sprechen wir gleich drüber. Und nachhaltig Werte für Kunden, aber auch für die Gesellschaft zu schaffen. Er hat BWL und Kommunikationsdesign studiert und für große Designagenturen gearbeitet. 15 Jahre praktische Erfahrung, das ist lange. Genau bei mir mit dem Speaking, ist auch genau 15 Jahre. Und mit der Gründung von Markenkonstrukt im Jahr 2007 wurde der Grundstein für eine Unternehmensgruppe gelegt, aus der weitere Firmen hervorgingen. Das ist also ein richtiger Macher der Norm, sprechen wir gleich auch drüber. Ganz besonders liegt ihm das Startup Come to Coach am Herzen, wo er mit Mentoren, Führungskräften hilft und eine Mobile-Akademie hast du auch noch. Mein Gott, das ist eine Ankündigung hier, der Papst kommt gleich vom Himmel runtergefahren. Darüber hinaus wird von diesem Unternehmen 50% des Profits an Bildungsprojekte für Kinder investiert. Der Norm gibt also auch noch zurück. Und er lebt mit seiner Frau, seinem 1,5 Jahre, also anderthalb Jahre alten Sohn, mitten im Odenwald. Jetzt sag mir nicht auch noch, da laufen Pferde rum und Gänse und sowas. Habt ihr sowas? Gänse auch? Nicht, aber Pferde schon, ja. Vier Pferde haben wir. Das klingt so nach dem perfekten Leben. Also das finde ich immer so spannend. Wir lernen Leute kennen und denken so, um Gottes Willen, wie hat der das gemacht? Darüber reden wir heute mit dir. Herzlich willkommen, Norm. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung, Tobi. Ja, für alle diejenigen, die hier zuschauen, hinter dir steht der Begriff Markenrebell. Wenn du heute auf einer Grillparty eingeladen bist und jemand fragt, und Norm, was machst du so beim Wenden der Würstchen oder mittlerweile vegane Würstchen? Was sagst du dem? Wie erklärst du einem normalen Menschen deinen Job? Das ist überhaupt eine sehr geniale Frage, weil wenn du es so willst, gibt es mein Berufsbild so nicht in der Form. Ja? Also wenn du sagst, du bist Immobilienberater, haben die Leute eine ganz klare Vorstellung, oder wenn du Autos verkaufst, dann ist klar, was du tust. Mhm. Ich helfe Unternehmen und Führungspersönlichkeiten dabei, zu erkennen, selbst eine Marke zu werden und vor allen Dingen sichtbar zu werden nach außen. Mhm. Ja? Weiß ich, wie man das vielleicht noch ein bisschen schärfer hinkriegen kann, aber oftmals glauben die Menschen, dass sie irgendwie verstanden haben, was eine Marke ausmacht, ja, weil sie Nike kennen und Co. Aber ich denke gerade im Hinblick auf die Zukunft, und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema digitale Markenführung, ist es so, dass der Mensch immer mehr in den Vordergrund rückt und als Marke sichtbar werden muss und weniger eine anonyme Brand, ne? Ja, wir hatten gerade einleitend im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es bald sogar so sein wird, dass Menschen richtig anhand ihres digitalen Fußabdruckes bewertet werden. Und über all diese Themen möchten wir gerne natürlich mit dir sprechen. Im ersten Schritt würde ich gerne mit dir einmal auf die Rewind-Taste deines Lebens drücken. Weil jetzt bist du der Markenrebell. Was mich interessiert, wie ist denn der Markenrebell zum Markenrebell geworden und zur eigenen Marke? Was sind deine ersten Erinnerungen? So Kindergarten, Vorschul, Schulzeit, wie bist du aufgewachsen? Warst du da schon Rebell? Warst du Unternehmer? Waren deine Eltern eine Marke? Was sind deine ersten Erinnerungen? Also so das Unternehmerdasein habe ich von meinem Vater. Also der war dann sehr, vor allen Dingen auch im Bereich der Technik, im Bereich mit Computern bin ich sehr, sehr, sehr früh in Kontakt gekommen. Und er war so der Unternehmer, der immer so nach neuen Geschäftsmodellen gesucht hat und Unternehmen aufgebaut hat. Mhm. Meine Schulzeit war nicht ganz so spannend, einfach weil ich Kommen wir einmal kurz zum Papa zurück. Die Gespräche so beim Sonntagsmorgensfrühstück. War das so, wie war das? Die Welt ist schlimm, ist furchtbar, weil du gerade sagtest, dein Papa hat nach neuen Ideen gesucht. Das heißt, das war jemand, der war immer innovativ unterwegs. Oder was hat er gemacht genau? Chancen gesehen, das war es eigentlich. Ne? Also es ging nicht um die Feststellung, was funktioniert alles nicht, sondern wir haben uns halt viel über Möglichkeiten unterhalten, was man machen kann. Aber ich war auch eher in der Rolle, ich war ja damals noch sehr jung, des Beobachtens, ne? Also des Dabeiseins, des Hineinwachsens. Ne? Das war so
Das war so, waren so die Momente, an die ich mich erinnern kann. Also er hat mit mir jetzt keine strategischen Geschäftsmodelle diskutiert. Dafür warst du ja auch noch klein. Ne? Genau, aber was mich immer begeistert hat, war über Chancen zu sprechen und Ideen auszuprobieren. Also im Live-Betrieb zu lernen, ja? Nicht zu lange drüber nachzudenken und das Ganze zu zerdenken, sondern wirklich die Dinge einfach zu tun. Ne? Also diese Machermentalität. Wie hat er das gefördert bei dir, als du jung warst, oder musstest du da selber so auf die Reise gehen? Also es gab keinen so engen Rahmen, der mich irgendwie eingeengt hat, um Dinge nicht verfolgen zu dürfen oder so, sondern es war immer dieses Probier's aus. Ja? Mhm. Fall auch auf die Nase und dann die Eltern wirklich zu haben als Rückendeckung, dass man auch fallen darf, aber auch aufgefangen werden kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sicherheit, um dann auch das Laufen zu lernen. Ja? Ja. Also das hat mich schon sehr stark geprägt, dass es eigentlich keine großartigen Konventionen gab oder irgendwelche Reglements, an die ich mich halten musste oder so. Ne? Klingt nach einer idyllischen Kindheit, ne? Ja, also das, was mich dann so später im Erwachsenwerden so ein bisschen auch immer mehr gestört hat, war im Grunde das Bildungssystem, ja, also dieses Lernen nach Plan, Lernen nach Struktur, Lernen nach Schablone. Ja, und deswegen vielleicht auch die Entwicklung heute mit Come to Coach, was mir persönlich viel am Herzen liegt, ist einfach, es waren nicht die Mentoren, die ich mir ausgesucht habe. Ja, es waren Lehrer, die Lehrpläne verfolgt haben. Und ich wollte unbedingt aus diesem System ausbrechen, und habe einfach nur so versucht, so den Weg des geringsten Widerstandes zu finden, um möglichst schnell Abitur zu machen, ja, und mich aber dann nicht wirklich, mich nicht wirklich länger aufhalten zu müssen. Okay, ja. Wie warst du denn in der Schule? Warst du besonders gut, warst du besonders schlecht oder wie warst du als Schüler? Also wenn du mit halber Energie segelst, dann bist du so Mittelmaß. Ja? Dann bist du eigentlich das genormte Mittelmaß, was die Schule irgendwie so aus einem machen will. Mhm. Also sagen wir mal, also ich war nie wirklich super schlecht, ich war aber auch nie wirklich gut, weil es mich einfach nicht so brennend interessiert hat. Ja? Ich habe mich regelmäßig erinnere ich mich heute noch mit meiner Französischlehrerin angelegt, die der Meinung war, mir sagen zu müssen, dass meine Ziele, die ich in Französisch formuliert habe, nicht funktionieren werden, weil mein Mindset nicht stimmt. Und dann bin ich halt aufgestanden und bin gegangen. Also auch damals war so das Rebellische schon in mir und ich hatte da irgendwie keine Ambition, mich da wirklich so zu engagieren. Ja. Also weil auch das Feuer nicht entfacht wurde in mir. Ja, das ist ja ein Problem bei ganz vielen. Ich schmunzel die ganze Zeit, weil bei ausnahmslos allen, die ich interviewe für den Bewohnerfrei-Podcast, die haben eine ähnliche Geschichte mit dem Schulsystem. Heißt das denn übersetzt, dass in der gesamten Zeit, bis auf deine Eltern, von Kindergarten bis Abitur, niemand gesagt hat, hey, Norman, weißt du was, aus dir wird mal ein ganz großer. Der Satz ist nie gefallen? Also nicht in der Schulzeit. Interessant, ne? Ja, interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Ja, was ist dann passiert? Dann bist du von der Schule gegangen und dann hast du erstmal nach Sicherheit gestrebt oder hast du direkt gesagt, so, jetzt werde ich der Magenrebell, jetzt mache ich mein eigenes Unternehmen auf? Ja und nein. Also meine Mama wollte natürlich unbedingt, dass ich studiere, ja, und ich habe ihr erklärt, ich muss mich ausprobieren, ich muss Geld verdienen. Ich bin dann erstmal ein Jahr Zivildienst gemacht und was da schon ganz interessant war, ich hatte die Wahl zwischen auf einer normalen Station im Krankenhaus und einer Intensivstation. Was habe ich gemacht? Intensivstation. Okay. Habe dann tatsächlich auch überlegt, ob ich Medizin studieren möchte, aber dann hat mich natürlich trotzdem die Wirtschaft gepackt und das Unternehmertum und habe damals schon angefangen, so ein kleines Unternehmen aufzubauen. Ne? Ja, was war das, dein erstes Unternehmen? Ja, es ging damals um so eine klassische Werbeagentur, ne? Also Werbung zu machen, Flyer zu gestalten, weil mich einfach fasziniert hat, dass du mit einem Computer Geld verdienen kannst. Ja? Du entwickelst ein Layout an einem Computer, druckst es aus und das gefällt irgendjemandem und dann wird das produziert und dann kannst du damit Geld verdienen. Das fand ich total spannend. Eben weil auch die Verbindung gibt es ja immer noch. Ja, klar. War damals alles noch sehr analog und du musstest dich halt gut auskennen damit, aber das war eine Faszination, die mich halt auch so Freiheit erleben lassen durfte. Ne? Mhm.
Und dann kam eigentlich noch ein ganz interessanter Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass alles mit Verkaufen zu tun hat. Also ob das die eigenen Produkte sind, ob das die eigene Dienstleistung sind, aber am Ende eben auch, ob das die eigene Person ist. Und ich wollte das unbedingt lernen, habe mich damals schon mit Dale Carnegie-Büchern beschäftigt und habe die hoch und runter gelesen. Und, wie kamst du dazu, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen? Weil ich erlebe manchmal Unternehmer, sogar sehr erfolgreiche Unternehmer, die das bis heute noch nie getan haben und dann denken, mein Gott, was eine neue Welt, ich könnte ja 20 Mal so weit sein, wie ich ohnehin schon bin. Wie kam dieser Schritt? Das sind Bücher gewesen, die damals im Buchregal meines Vaters standen. Also bis zu dem Zeitpunkt war er so meine Inspirationsquelle zum Thema Unternehmertum. Ne? Ja. Und dann habe ich das natürlich auch so für mich durchlebt, indem ich gestöbert habe und geguckt habe, was liest der so, woran orientiert er sich. Interessant, ja. Und das war der Impuls. Und ich wollte aber, und das war mir wichtig, ich wollte nicht nochmal Schule. Ja? Ich wollte nicht nochmal lernen und ich wollte, also lernen schon, aber nicht auf die Art und Weise, wie das Schule damals vermittelt hat. Mhm. Das heißt, ich wollte Vertrieb lernen, ich wollte Verkaufspsychologie lernen, aber in so komprimierter Form wie nur irgendwie möglich. Ja. Und habe damals so den ersten Mentor gefunden durch Zufall, der eben nicht aus dem Elternhaus kam, sondern das war ein alter Personalchef eines großen Versicherungskonzerns und der hat gesagt, pass auf, du kannst das alles lernen, nicht in 3 Jahren Ausbildung zu irgendwas, sondern in einem Jahr komprimiert und weggeschlossen von dieser Gesellschaft. Und das war der krasse Moment eigentlich. Das heißt, die haben ausgesucht 30 Leute und wir sind quasi auf einem alten Gehöft ausquartiert wurden, also wirklich weg von der Stadt, weg von Internet gab es ja damals noch nicht wirklich, aber weg von Kommunikation. Wir mussten also so richtig uns Mühe geben und kreativ sein, wenn wir am Abend irgendwie was machen wollten, wenn wir weggehen wollten, wenn wir in die Disco wollten oder sowas. Ja. Das klingt wie in dieser ProSieben-Show, ne, die jetzt gerade gelaufen ist, ja, wo die Leute genau. Einfach in ein anderes System überführt worden sind. Eine Frage habe ich noch, der dich ausgesucht hat. Der hat dann was in dir gesehen oder wo hattest du den her, diesen Mentor? Weil viele stellen immer die Frage, wo kriege ich einen Mentor her? Wo kam dieser Mann plötzlich her? Zufall. Also ich habe mich erkundigt, wo man das lernen kann und kam durch Zufall an diese Person. Ich glaube, das war eine Empfehlung damals. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, und der hat dann was in dir gesehen? Ja, das war ein übergewichtiger, kleiner, gemütlicher, Pfeife rauchender Mann, der in seinem zugequalmten Büro mit mir Spaß hatte, so über die Welt und über das Leben zu sinnieren und fand das irgendwie toll, dass ich da ein Unternehmen gegründet habe und irgendwie Lust hatte, in einer komprimierten Form dieses Verkaufen zu lernen. Ne? Okay. Und dann hol uns mal in auf die Farm bitte im Kopf. Also ich sehe da jetzt junge Leute abgeschirmt von der Gesellschaft, fällt mir fast der Computer runter hier. Und wie war das denn? Das war... Du musst dir vorstellen, es war wirklich so abgeschieden, dass ich nach einer Woche meine Mutter angerufen hat und ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus, weil es halt auch so es war fast wie so eine Sekte. Ja? Also dieses Versicherungsunternehmen wurde über alles gehoben. Es hätte nur noch gefehlt, dass man beim Abendessen aufsteht und salutiert vor der Fahne des Unternehmens. Ja. Und das war mir alles zu viel, aber ich habe dann erkannt, wir hatten echt gute Trainer. Ja. Und wir haben wirklich von A bis Z alles durchgenommen. Also es ging so weit, dass die uns mit einem Diktiergerät losgeschickt haben in irgendeine wildfremde Stadt und uns da ausgesetzt haben mit der Aufgabe, dass wir also das Vertrauen zu einer Person an der Tür aufbauen sollten, um es ins Wohnzimmer dieser Person zu schaffen, wow. Um über ein Thema, was auch immer, zu reden und das aufzunehmen. Also die Aufnahme war dann der Beweis dafür, dass man in diesem Wohnzimmer saß. Kannst du dich an dein erstes Wohnzimmer erinnern? Ja, das war ein Mann, der mir die Tür öffnete in einem weißen Unterhemd, Träger-Shirt. Von der Marke Schießer. Ja, der nicht sehr erfreut war, mich zu sehen, aber
Ich habe es dann geschafft. Ich habe dann gesagt, das ist ein Studienprojekt, ob er Lust hat, damit teilzunehmen. Also was man sich da auch immer hat einfallen lassen, war egal. Es ging auch in dem Moment gar nicht um irgendwas zu verkaufen, sondern es ging darum, über deinen Schatten zu springen und überhaupt Menschen anzusprechen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen dieses Vertrauen aufbauen, dieser Moment, an dem du Vertrauen aufbaust, an der Tür, als anonymer Mensch. Ja. Und ja. Das war im Grunde die Challenge. Ja. Und ich höre schon raus, also du hast dich für die Intensivstation entschieden, nicht für die normale Station. Du hast dich entschieden, ein Jahr komprimiert, hart verkaufen zu lernen, anstatt 3 Jahre Larifari. Was sind noch so die 2 Geheimnisse, die du aus dem, ich nenne es mal aus dem Camp mitgenommen hast? Also Vertrauen zu Menschen aufbauen. Was war noch was, wo du gesagt hast, das nimmst du heute noch mit aus dieser Zeit? Ja, also unbedingt glaubwürdig zu sein, also keine Maske aufzusetzen, was ja, das muss man relativieren, ja, man sagt immer, sei authentisch, sei du selbst und so weiter. Und ich glaube, wir sind uns alle klar, wenn wir die Haustür verlassen, betreten wir eine Bühne. Ja? Da überlegst du dir, was du anziehst, da überlegst du dir, wie du sprichst und wie du dich verhältst. Also das heißt, du bist sowieso mit einer Maske unterwegs. Du bist nicht der, der du bist, wenn die Kamera aus ist, wenn das Mikro weg ist, ja? Sondern du bist dann der Tobi oder der Norman, der du einfach bist. Und ich glaube, je näher man an diesen authentischen Charakter, an die eigene Persönlichkeit rankommt und in der Lage ist, draußen das Vertrauen über die eigene Person glaubhaft rüberzubringen, umso eher bist du zur Marke und das langfristig. Okay. Und was ich noch mitgenommen habe, war dieses zieh's durch. Also wenn du einen Fokus hast, dann bleib dran, dann akzeptiere auch, dass es schwierig ist in dem Moment, aber bleib dran und mach's einfach. Weißt du, was aus den anderen 30 geworden ist? Sind die erfolgreich geworden? Kennst du ein paar von deren Wegen? Ja, die sind klassische Unternehmer geworden mit einer eigenen Versicherungsagentur. Das war eigentlich auch der Ausbildungsweg, den die alle machen mussten. Also ein Jahr lang dort Training. Mhm. Mein Angebot nach einem Jahr war, das habe ich dann 2 Monate gemacht danach, Trainer zu werden, also Verkaufstrainer zu werden. Also das ist dann so komprimiert, du fährst am Wochenende nur nach Hause, um Wäsche zu waschen. Ja, also Sonntag heim, Sonntag wieder zurück in dieses Camp. Und ich habe dann am Starnberger See in Ammerland tatsächlich in einem Hotel dann nach diesem Jahr tatsächlich auch Trainings gegeben. Ja. Schön. Also es hat sich dann für dich schon rentiert. Ja, immer noch höre ich ja. Die Ausbildung war ja super im Nachhinein. Ja. Das ist übrigens auch so eine rote Linie, die ich bei vielen Leuten feststelle, die ich interviewe, ne? Dass sie irgendwann mal gelernt haben, entweder zu verkaufen oder die Maske runterzuziehen, entweder durchs Leben oder eben durch aktives Suchen. Aber ich höre raus, du hast dich dann dagegen entschieden. Du hast dich gegen die Versicherung entschieden. Ja, die hatten dann noch mehr vor. Und wenn die gute Leute haben oder das Potenzial glauben, erkannt zu haben, dann wollen die den Weg eigentlich für dich gestalten. Und das hat mir dann nicht mehr gefallen. Und ich hatte damals einen Kontakt zu einer Bekannten und die hat gesagt, hey, komm mal mit in ein Unternehmen. Ja. Die suchen gerade jemanden. Und so bin ich dann quasi in eine der erfolgreichsten inhabergeführten Designagenturen gekommen und habe dort ein Gespräch geführt und mir wurde die Hälfte des Gehaltes geboten, das ich bis dato verdient habe und ich habe nicht schlecht verdient. Ja. Mhm. Und jetzt hänge ich am Stuhl fest. Und mich hat das aber so fasziniert, einfach, ich treffe viele Entscheidungen halt aus dem Bauch raus und mir hat das Klima dort so gut gefallen. Diese Menschen waren nicht Verkäufer, sondern das waren alles kreative Leute, das waren internationale Leute. Die haben sich um den Aufbau von Marken gekümmert. Also man unterscheidet Werbeagentur und Designagentur. Ja. Die eine bauen die Marke, die anderen vermarkten die Marke. Ja. Und das hat mich fasziniert. Und das war der fehlende Baustein, den ich noch gebraucht habe. Das eine ist zu wissen, wie verkaufst du? Und das andere ist zu wissen, wie gibst du dem Ganzen einen Mantel? Ja? Also wie schaffst du es dort eine Hülle? Ja? Also eine Marke ist für mich Inhalt und Ausdruck. Das eine ist Inhalt, das, was du auf deinen Vorträgen erzählst, ist Inhalt, sind Erfahrungswerte, ist der Wert und der Ausdruck ist quasi die Form. Ja? Und diese Form hat mir damals noch gefehlt. Also habe ich den Job angenommen
Geld war mir damals auch nicht wichtig. Also mir war immer nur wichtig, ich konnte überleben, aber das In habe ich in dem diesem Jahr im Camp. Camp konntest du ja auch nichts ausgeben, ne? Also. Genau. Ja, es spielte also gar keine Rolle. Und bin dann dort, das war dann die zweite harte Schule, weil da hast du dann keinen 8-Stunden-Tag oder sowas, sondern wir haben teilweise unter den Schreibtischen geschlafen, um die Projekte zu rocken. Ja, also, aber Ja, deshalb, weil der Spirit. klassische Agentur, ne? So dieses 24/7, das höre ich auch ganz Ja. oft von Menschen, okay? Hat dir aber Ja, anscheinend auch gut gefallen. Bist ja da erstmal, hast ja auch durchgezogen. klar. Also es war vor allen Dingen so lehrreich, dass also ich war wie so ein Schwamm, ich habe das halt aufgesaugt. Ja. Ich wollte verstehen, wie baust du eine Marke, wie gehst du da strategisch vor, wie schaffst du es auf Basis eines Markenkerns definierter Werte. Ja. Eine Hülle da drumherum zu bauen, Kommunikationskanäle aufzubauen, Maßnahmen zu entwickeln. Ja. Und das größte Learning in der Zeit war einfach die Konsequenz in der Markenführung. Und als ich dort angefangen habe, habe ich den Entschluss gefasst, du musst selbst zur Marke werden, um zu begreifen, was es bedeutet, eine Marke zu sein. Und seit diesem Zeitpunkt trage ich zum Beispiel ausschließlich schwarze Klamotten oder habe ein schwarzes Logo, mein Auto ist schwarz, das Handy muss schwarz sein. Also ich lebe allein in den Elementen einer Marke, Typografie, Markenzeichen, versuche ich das so konsequent wie möglich zu leben, dass ich mich reinfühlen kann, was bedeutet es eigentlich, wenn du das einem Kunden empfiehlst. Ne? Ja. Weil ich kann Das natürlich heißt, sagen, sei konsequent, aber du bist zur Marke geworden. genau, also am Anfang noch nicht, das entwickelt sich ja. Also Marke werden ist ein Prozess. Du kannst nicht sagen, hier ist dein Logo, ab morgen bist du Marke, ja, Ja. sondern ich glaube, man wird zur Marke, indem du festlegst und sagst, okay, das sind meine Werte, ja, also Ja. wofür möchte ich stehen? Ja. Und auf dieser Basis sagst du, was will mein Gegenüber erleben und was Ja. soll er denken? Ja, Ja. und das versuchst du dann in einen Rahmen zu bringen und für mich hieß das am Anfang zu lernen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt nur schwarz trage, was bedeutet das für mich? Ja? Okay. Und das Schöne war, dass wenn du anfängst darauf zu verzichten, Farben miteinander zu kombinieren in deiner Klamotte, dann reduzierst du alles um dich herum auf das Wesentliche, nämlich auf das Schöpferische, was du erschaffen hast. Weißt du? Also wenn du ein tolles Layout vorhältst, wenn ich das jetzt so vor mich halte, jetzt Ja, können wir uns ja sehen. ja. Dann ist das, was ausstrahlt, das, was ich erschaffen habe und nicht das, was ich bin. Also du nimmst dich Ja. selbst zurück, ja, Ja. damit das strahlen kann, was du kreiert hast. Also die Kreation war für mich da sehr wichtig. Super spannend. Das heißt also, dass du heute, wenn du rausgehst, wie viel Normen ist denn da drin und wie viel Markenrebell ist da drin? Wenn du sagst, ich trage immer schwarz, ich fahre immer mit dem schwarzen Auto. Heißt das, du brichst im Urlaub aus und nimmst dann einen grünen Mini oder liegst dann auf der Couch mit dem Borat Neongrün Anzug? Bricht es auch mal aus oder bist du dazu geworden? Das ist das, was ich vorhin meinte, das ist ganz interessant. In meiner Freizeit trage ich schon Farbe. Also, Okay. wenn ich auf dem Pferd sitze, habe ich einen Ja. braunen Cowboy-Hut, Ja. eine Blue Jeans, ja, und also. Und das ist ja so, das ist so krass, wenn mich Menschen dann kennenlernen im Privaten, ja, wenn ich Ja. die Leute hierher hole, um mit denen am Lagerfeuer über ihre Marke zu sprechen, Ja. dann erleben die optisch, also Ja. die Form ist eine Ja. andere, aber Ja. die Person ist die gleiche. Und Okay, das ist das, verstehe. was im Grunde ich mit Inhalt und Ausdruck meine. Das Ja. eine ist Branding, ja, aber der Inhalt muss genauso wertvoll und authentisch bleiben. Ja, auch wenn du rausgehst auf die Bühne und sagst, okay, du musst jetzt in eine Rolle springen, ja, oder zu einer Marke werden, ja, Ja. um sichtbar zu sein. Ja. Und ich Und will mehr. Ja, ja, sag ruhig. da sind wir bei dieser Score-Geschichte, die du vorhin genannt hast, ja. Also, dass dieser Wert, diese Nachhaltigkeit, diese Wiedererkennung, diese Wahrnehmung dann entsteht, wenn du die Konsequenz lebst, ne, in allen Maßnahmen. Und das ist die Herausforderung ist wirklich in allen Maßnahmen. Ohne, weißt du, wir hatten früher einen Agenturhund, den gibt es leider nicht mehr, der ist schwarz. Ja? Na klar ist der schwarz. Da kannst du keinen weißen Pudel nehmen, da nimmst du einen schwarzen Und Labrador. als der grau wurde, wurde der abgegeben, weil oder gefärbt. Ne, der bespaßt jetzt meine Okay. Neffen. Aber
also einfach die Überlegung, ja. Ja. Man muss sich einfach mal, man muss einfach mal so eine 2-Wochen-Challenge machen und sagen, ich trage nur blau, eine ja. Woche lang, nur blau, egal was ich tue, blau, blau, blau. Hast du mir vorher gegeben, ne, die Challenge, deshalb habe ich blau angezogen. Lass uns kurz einmal bleiben bei dem Begriff Mensch als Marke. Du hast gerade gesagt, dass die Gesellschaft dahin geht oder auch Unternehmen danach schon einstellen, wie viele Punkte, welchen digitalen Fußabdruck hat ein Mensch und vor allem welchen Markenwert hat ein Mensch mitgebracht. Kannst du das nochmal erklären, in welche Richtung das geht? Oder, ich meine, du kannst ja auch nicht in die Glaskugel schauen, aber was du glaubst, in welche Richtung das geht. Ja. Also ich meine, was es ja heute schon ist, ist es ja, dass der Personalchef einfach schaut, wie sind die Social-Media-Profile von der Person. Ja, ja. Das ist schon mal das eine. Und damit kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich den Job vielleicht eher kriege als jemand anders oder vielleicht gar nicht kriege, weil da Fotos und Videos hinterlegt sind, die vielleicht nicht so förderlich sind. Ja. Aus dem Ischgl-Urlaub. Aber ich glaube, darüber reden wir heute eigentlich schon gar nicht mehr, sondern wir reden eigentlich in der Zukunft darüber, dass Unternehmen gar nicht mehr über Angestellte nachdenken, sondern die denken über Persönlichkeiten nach, die ganz organisch sich auf Projekte oder Startups committen und sagen, okay, du bist der Spezialist zum Thema Online-Marketing, du bist der Markenspezialist, du bist der SEO-Mann und so weiter. Ja, und die finden sich virtuell in Teams. Ja. Und da ist es gar nicht mehr wichtig, ob du jetzt ein schwarzes Hemd anhast, sondern da ist es wichtig, wie sieht deine Expertise, deine Wahrnehmung online aus. Ja. Ja. Und danach wirst du ausgesucht. Und dann zerfällt dieses Team auch, wenn das Projekt erledigt ist. Und du wendest dich anderen Aufgaben zu. Ne? Also ja. Das ist heute auch schon da. Ne? Das kann ich zu 100% bestätigen. In den ganz innovativen Unternehmen, in denen ich bin, die auch viel in der Zukunftsforschung sind und jetzt schon Produkte für 2020, 2030 planen, da ist genau das. Ne? Das heißt, die finden sich zusammen in einem virtuellen Team. Die treffen sich auch nicht alle 6 Tage, sondern das passiert virtuell über Zoom oder wie auch immer. Und danach gehen die anderen Projekte nach. Das ist genau das, was du sagst. Sehr interessant. Also große erfolgreiche Unternehmen, die funktionieren ja heute schon remote. Ja? Ja. Also das und ich meine, ist ja ganz einfach. Wir recherchieren, wo kriege ich den Liegestuhl für den Sommer für meine Terrasse im Internet her, ja, bei Amazon und Co. Und genauso ist das ja heute schon, wo kriege ich den Online-Marketing-Spezialisten her? Da frage ich im Netzwerk und wenn die Person da nicht angeschlossen ist, dann gibt es diese Person einfach nicht. Ja? Und ich glaube eben auch, und deshalb auch Come to Coach unter anderem als Mobile Academy. Ich glaube, dass viele Führungskräfte heute, wie soll ich sagen, das unterschätzen, eine digitale Sichtbarkeit aufzubauen, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet das, eine Marke zu sein. Ja. Ja, also wir kriegen die Assoziation hin zu Nike und Coca-Cola, aber wir kriegen es nicht für uns selbst hin. Ja. Und welche Kanäle bespiele ich, welche Maßnahmen setze ich ein, um diese Sichtbarkeit zu erzeugen? Also ich kann ja aktiv was dafür tun. Ja. Come to Coach, sprechen wir gleich noch drüber. Am Ende machen wir unten auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich würde vorher noch einmal zu einem Punkt kommen, wie so eine Marke eigentlich entsteht. Bei all dem, was du erklärt hast, habe ich jetzt als Tobi mit Bewohnerfrei quasi einfach wahrscheinlich Glück gehabt, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, sondern wir haben halt einfach das so genannt und dann das Ganze, diesen Mantel da drum gebaut. Ne? Wenn ich mir jetzt so Startups anschaue, die reden ja viel über das, wir müssen jetzt das tun, wir müssen jetzt auf unser Produkt Wert legen oder auf das. Was würdest du so einem Gründer raten, um wirklich eine Marke aufzubauen? Na, du hast es wahrscheinlich bei Bewohnerfrei intuitiv richtig gemacht, weil du hast dir eine Idee überlegt, du hast dir eine Positionierung überlegt, du hast dir überlegt, warum ist dir das wichtig? Ja. Und wenn dein Fokus so scharf ist wie jetzt in deinem Fall, dann funktioniert das. Das heißt, Punkt Nummer 1 ist, eine Marke zu bauen, die Positionierung, ja, und die Frage zu beantworten, warum soll ich mich deiner Initiative anschließen oder dein Produkt kaufen oder dich als Marke engagieren? Ganz einfach. Ja. Das heißt, den Blickwinkel zu legen, natürlich auf denjenigen, auf die wirken soll. Ja, heißt übersetzt auch, ich darf mich nicht in was verlieben, richtig? Gibt ja auch viele, die sagen, es muss jetzt so heißen, weil... Ja, genau, vor allen Dingen das Ego mal wegzulassen. Ja? Also wir versuchen, wenn wir die Frage nach dem Warum zu erklären, versuchen wir unseren eigenen Antrieb immer zu formulieren. Ja? Aber wir müssen den Perspektivwechsel schaffen, wir müssen den Kopf des anderen aufsetzen und sagen, okay, was würde mich motivieren, den jetzt zu buchen? Mhm, ja?
Okay. Also das, die Positionierung aus der Perspektive meines Gegenübers, meines potenziellen Auftraggebers oder des Startups, was mich bucht dann zum Beispiel. Ja. Klingt einfach, ist in der Realität natürlich für viele nicht einfach, weil sie dann mit ihren ganzen Emotionen da drin hängen, ne? Ja, vor allen Dingen, wir sagen in einem Satz, ja, daraus entsteht dann ein Schachtelsatz bestehend aus 25 Nebensätzen. Also das wirklich mal in einen einfachen Hauptsatz zu bringen, mit wenig Worten, um dann diesen Elevator-Pitch zu machen, das ist die große Challenge. Aber das ist ganz klar die Bedingung dafür, dass du auf der Basis dann auch Botschaften formulieren kannst. Nur wenn du dir selbst klar bist, was deine Positionierung ist, dann kannst du auch eine Markenbotschaft, ein Markenversprechen abgeben. Mhm. Ja. Und das ist im Übrigen auch die Überprüfbarkeit. Also wir brauchen ja auch eine Überprüfbarkeit unseres Handelns. Ja. Also wenn du jetzt sagst, bewohnerfrei, ich bringe jetzt einen Flyer raus und der entspricht nicht deiner Positionierung, nicht den Werten, ja, dann wird dieser Flyer nicht funktionieren. Dann wird die Zielgruppe sich fragen, was ist das denn? Das passt überhaupt nicht in diese Gesamtkonstruktion. Mhm. Und das sichert dir auch die Konsequenz in der Markenführung. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ein Giveaway rausbringen, Werbemittel und dieser Stift ist rot, ja, dann fragen die Leute sich, das passt nicht zu Markenrebell. Wieso soll der Stift rot sein? Wenn alles andere schwarz ist, ja. Es gibt ja auch Unternehmen, die dann irgendwann eine Marke wechseln. Das ist ja total gefährlich. Ne? Wir erinnern uns noch hier Twix und Ryder und Texaco und ich glaube Shell, nee, Texaco und Dell. Nee, wie hießen die? Dell nicht. Dell mal ein Computer. Du weißt, was ich meine. Sowas ist immer total gefährlich. Oder dann in diesem Rahmen plötzlich große Veränderungen vorzunehmen. Ja, also ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass Designer sind alles Egomanen. Jetzt habe ich wahrscheinlich viele Hater, aber ist mir egal. Das heißt, ein Designer versucht immer, die Idee zu haben. Ja? Wenn der zum Beispiel mein Logo sieht, dann sagt er, das Logo taugt nichts, ich muss das jetzt nochmal neu entwickeln. Ja? Also es muss dann von der Person kommen. Klar. Ist wahrscheinlich auch eine Aussage, die auf viele andere Berufsgruppen passt, aber es gibt auch viele Unternehmensberatungen, ja, die etwas demontieren und sich gar nicht die Zeit für die Historie nehmen. Ja? Also jede Marke hat ja eine Historie, jede Marke ist ja gewachsen. Ja? Ja. Und das kann ich nicht einfach zerstören oder ein anderes Label oben drauf kleben. Ja? Ja. Also wenn du wüsstest, was Coca-Cola anstellt, damit der Rotton in der Druckerei in Würzburg zu 100% passt, ja, da schicken die eine Person, die dafür sorgt, wenn es im Auftrag des Unternehmens gedruckt wird, dass die Person an der Maschine mit einem Farbmessgerät steht und dafür sorgt, dass es der Coca-Cola-Rotton ist. Ja, weil die, weil die das so ernst nehmen, ne? Das ist die Konsequenz, ja. Und die Detailverliebtheit ist quasi der Schlüssel. Der Schlüssel zur Wahrnehmung und der Schlüssel dafür, dass du in jeder Maßnahme Coca-Cola siehst und denselben Rotton siehst, egal was produziert wird, ob es eine Dose ist oder ein Flyer. Ja, ich sage immer bei unseren großen Seminaren und auch bei der Public Speaking University, dass der Rahmen wichtiger ist als der Inhalt. Das heißt also, der Rahmen ist die Marke in dem, was du erklärt hast. Und dazu gehört bei dir zum Beispiel das schwarze Shirt und der Auftritt. Natürlich muss der Inhalt auch richtig gut sein, aber du kommst gar nicht dahin, wenn der Rahmen nicht stimmt. Die Leute nehmen das gar nicht wahr. Habe ich das in deiner Welt so richtig übersetzt jetzt? Das ist ja das Erste, was uns ereilt. Ja? Das ist ja auch mal die Frage, wenn du so Männlein, Weiblein fragst, ja, was sind dir wichtig an dem anderen? Ja, Optik ist mir nicht so wichtig, auf die inneren Werte kommt es an. Ja. Es ist immer der Rahmen. Es ist immer der Rahmen. Jetzt stell dir mal dich vor auf der Bühne in einem komplett anderen Äußeren. Ja? Du könntest deine wertvollen Inhalte gar nicht transportieren. Und das ist im Grunde die Kunst nach der Positionierung, dass du Inhalt und Ausdruck so miteinander verweben musst, dass das zueinander passt. Ja? Also wenn ich über Marke rede und so rumrenne, wie ich jetzt rumrenne, ja, dann werde ich natürlich eher gehört, als wenn ich jetzt mein Ranch-Cowboy-Outfit anziehe und mit Sporen da reinklapper in die Lobby des Unternehmens und denen was über Marke erzählen möchte. Ja, was auch funktionieren würde, wenn genau das dein Claim wäre, richtig? Wenn alles darum aufgebaut wäre. Okay. Ja, also wenn meine Präsentation inhaltlicher Art sagen würde, sei ein Cowboy, oder werde als Cowboy zur Marke, dann vielleicht dann eher das in der Richtung. Aber Inhalt und Ausdruck bedeutet, Ausdruck ist der Erstkontakt, den die Leute mit dir oder deiner Marke haben. Und wenn der nicht funktioniert, wird niemand an den Inhalt vorstoßen. Okay.
Das heißt also, jetzt kann der Markenrebell theoretisch auf jede Webseite gucken, auf jedes Unternehmen und sagen, okay, das funktioniert, das ist jetzt nicht so toll. Hast du so einen Blick dafür entwickelt? Ja, also bei mir ist es so der ganzheitliche Blick. Also mich ruft niemand an, um zu sagen, passt meine Website, sieht meine Visitenkarte cool aus, sondern ich werde gerufen, wenn es um die Ganzheit, den ganzheitlichen Auftritt geht. Ja, das heißt, ich schaue mir Veranstaltungen an, ich schaue mir das Unternehmen an, ich entdecke dann, dass die Lobby eines Unternehmens als Visitenkarte nicht funktioniert, dann bauen wir die Lobby um. Das sind alles so Sachen, obwohl ich kein Architekt bin, gucke ich mir einfach das alles an, ja? Und gucke an, wie ist das Social Media Profil, ja. Also alles in Summe sind kleine Puzzlesteinchen, die funktionieren müssen, um eine Nachhaltigkeit auszulösen. Weil das Interessante ist, und deswegen am Anfang die Frage nach dem Elevator Pitch, was machst du eigentlich? Ja, das kann ich nicht in einem Satz sagen, weil die Leute glauben, ich habe eine Website, die funktioniert heute, ja, aber funktioniert die auch noch in 10 Jahren oder baust du in 10 Jahren an deiner Marke nochmal neu um? Ja. Ich finde es so spannend, weil du sagst genau das Gleiche, was wir halt auch sagen, ist dieses, alles hängt mit allem zusammen. Ja. Die Welt ist zu komplex, um zu sagen, wir sind jetzt darin gut oder darin, sondern es hängt alles mit allem zusammen. Super spannend. Diese ganzen Young Entrepreneurs, wo es auch viele Wannapreneurs von gibt, ne? Du hast vorhin eine Sache gesagt, die spannend ist, und zwar, also ich nenne das immer Proof of Concept, ne? Du musst irgendwie beweisen, dass das, was du da tust, auch funktioniert am Markt. Sonst kannst du auch den geilsten Markenclaim der Welt haben, wenn das nicht, wenn dahinter nichts kommt, funktioniert natürlich auch wieder nicht. Das ist das gegenteilige Problem. Da hilfst du Leuten auch bei. Ja, vor allen Dingen zu verstehen, dass Marke eine dauerhafte Arbeit ist. Ne? Also viele denken ja, ich brauche jetzt ein Startup, ich entwickle jetzt mein Produkt, meine Dienstleistung oder meinen Service, was auch immer. Und dann sage ich, ich brauche irgendwie ein Logo, das blau ist. Und dann suche ich meinen Grafiker, der mir das für $300 macht oder sowas über irgendeine Plattform. Ja. Und dann habe ich mein Logo. Ja? Ja. Marke ist ein Prozess, und der Markenrebell wurde erst zum Markenrebell. Ja? Also den habe ich mir nicht ausgedacht und damit war ich fertig, sondern ich arbeite heute noch und überprüfe, sind die Werte immer noch die ich mir vor 5 Jahren gesetzt habe oder vor 10 Jahren. Ja? Und das entwickelt sich ja auch weiter. Ja? Wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, dann entwickelst du dich persönlich ja auch weiter. Und deine Marke musst du aber mitnehmen. Ja? Ja. Sonst hast du irgendwann einen Anzug, der dir viel zu klein ist. Ja? Klar. Und das passt alles nicht mehr zusammen. Ja? Okay. Wenn wir zu dem Begriff des Markenrebells nochmal kommen, heißt das, du nutzt so Backdoor-Strategies, weil du bist der Rebell, also machst du Dinge anders als die anderen. Weil es gibt ja ganz viele Unternehmensberatungen, die sich auch auf sowas spezialisieren. Du hast vorhin gesagt, es gibt die klassische Designagentur, es gibt der klassische Markenberatung, und Rebell hat für mich natürlich was mit anderen Strategien zu tun. Was macht dich da jetzt besonders oder anders? Also ich bin dafür bekannt, dass ich bin jetzt nicht der sagt, hier ist ein Briefing, setz mal um, ja, sondern ich stelle das Briefing in Frage. Ich gehe auf den Messestand eines Unternehmens und stelle fest, der Messestand ist scheiße, dann sage ich das halt auch. Ja. Also damit mache ich mir natürlich in dem Moment nicht besonders viele Freunde, das ist mir aber auch nicht wichtig, sondern mir ist natürlich wichtig, dass die Empfehlung, die ich abgebe, so ehrlich und offen wie möglich ist, damit eine Veränderung stattfinden kann, weil das genau das ist, wovor sich viele halt auch fürchten. Ja? Ja. Also der Ruf eilt dann auch voraus, dass wenn ich zur Tür reinkomme, dass die Leute wissen, es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und das ist natürlich für viele, also viele haben Angst davor, gerade auch in Sachen Digitalisierung, ja, dass Arbeitsplätze vielleicht wegfallen und dergleichen. Und das ist für mich dann, also ein Tool ist zum Beispiel, ich interviewe zum Beispiel wichtige Personen im Unternehmen, um überhaupt zu erfahren, was bedrückt die, wo sie haben die ihre Ideen. Also diesen Integrationsprozess, ne, diese Akzeptanzschaffung ist für mich extrem wichtig und Teil meiner Arbeit, dass sie im Grunde nicht Angst haben müssen, dass irgendwas über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Ne? Ja, weil das ist bestimmt ganz, ganz schwierig, weil die ja Angst haben dann um ihren Job und über das, was sie da gemacht haben, dass das richtig ist. Ne? Wenn wir mal kurz nochmal diese Glaskugel nehmen und sagen, wo bei all dem, was du mitbekommst, auch in der Digitalisierung, in der Markenwelt, wo ist denn Deutschland in den nächsten 10 Jahren? Was sind die krassesten Veränderungen, die du glaubst, bekommen wir beide noch mit? Dass unsere Kinder wahrscheinlich eines Tages mal mit einer Drohne irgendwo hinfliegen, glaube ich schon. Aber was kriegen wir beide noch mit? Was ist schon da, vielleicht nur noch nicht bei mir angekommen zu Hause?
Jetzt gibt es natürlich viele Bereiche, in die man reinsteigen könnte, ne? Also wie wir miteinander kommunizieren werden, wie wir leben werden. Ja, Ich vielleicht warum glaube, mit deinem Thema, mit wie Marken entstehen, wie Unternehmen entstehen, wie vielleicht Gründungen entstehen. Ich glaube, auch das ändert sich alles massiv. ich vermute fast, dass unser Bildungssystem nicht reformierbar ist, um mal da anzufangen. Das heißt, Menschen werden verstehen müssen, dass sie sich selbst als Marke positionieren müssen, se sich selbst ihr Image aufbauen müssen und vor allen Dingen auch ein digitales Business aufbauen müssen. Ja? Also wenn ich mir die amerikanischen Verhältnisse anschaue, wo da jede zweite Hausfrau eine Nischenseite betreibt, ich übertreibe jetzt mal ein Ja, bisschen, stimmt aber aber, ja. ja, und das ist der springende Punkt, die digitale Welt nicht als Angriff zu verstehen, sondern als zweites Zuhause, ja, in dem ich mich auch wohlfühlen kann, in dem ich auch mein Business habe, zu sehen. Ich Du glaube, die hast gerade kommt. eine Sache gesagt, die so unglaublich wichtig sind. Das heißt, nicht, dass die Schule oder irgendjemand ist dafür verantwortlich, sondern ich, um Ja. auch noch die Berechtigung zu haben, irgendwo zu arbeiten in ein paar Jahren, muss mich mit diesen Themen beschäftigen, sonst werde ich, weil ja vieles aus Amerika kommt, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, auch von so einer Welle, die ja schon da ist, überrannt. Die bricht dann irgendwann über mir Ja. zusammen. Ja, also das ist die wichtige Erkenntnis in den Köpfen, die stattfinden muss. Was ein ganz wichtiger Hebel sein wird, sind Netzwerke. Also ist das Netzwerk, was uns umgibt und was wir selber aufgebaut haben. Und zwar, und da sind wir wieder bei den Werten, ja, mit Menschen, die die gleichen Werte teilen. Gesetz der Resonanz, ne? Also wir werden die Projekte auch in unser Leben holen, entsprechend unserem Netzwerk, entsprechend mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn ich mich mit Leuten umgebe, die sehr viel über Innovation nachdenken, über disruptive Konzepte, Startups nachdenken, dann werden diese Projekte auch zu mir finden. Heißt auch Und ich da, glaube, runter vom Sofa, selber machen, kommt keiner. ja. Und ich glaube auch, dass die Beteiligung an Startups ein großes Thema sein werden. Also nicht mehr so, ich diene einem Unternehmen mit meiner Leistung als SEO-Spezialist, ja, sondern ich kaufe mich mit meiner Expertise oder wenn ich keine habe, mit meinem Geld, ja, kaufe ich mich in Startup-Projekte rein und versuche mir einfach so eine gewisse breite Stabilität aufzubauen, ja, mögliche Einkommensströme in Zukunft. Und mich nicht mehr in die Abhängigkeit eines einzigen Unternehmens, und da sind wir uns ja einig, ist ja heute sowieso nicht sicher, ja, ein Arbeitgeber, aber dass ich mir da eine breite Stabilität meiner finanziellen Freiheit aufbauen kann. Ja, Ja. dann, Und okay, sehr, sehr spannend. Das heißt also, alles in die Eigenverantwortung. Ne, diese ganzen Systeme, die mir dann irgendwann sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, ja, dann gehe ich ja, wird sich also nichts ändern. Ich gehe aus der Schule raus, muss aber jetzt noch viel, viel mehr vorbereiten als in den 90ern und 80ern, weil da muss ich theoretisch auch schon lernen, wie ich mich verkaufe, aber jetzt muss ich die Digitalisierung auch noch mitmachen. Das ist Ich werde spannend. vor allen Dingen, ja genau, ja, ich werde vor allen Dingen verlieren, wenn ich, wie du sagst, die Verantwortung in die Hände anderer gebe. Wenn ich daran glaube, dass mir Schule und Universität mein Überleben sichern, ja, oder meine Zukunftsperspektive gestalten. Ich werde verlieren, wenn ich glaube, dass ein Arbeitgeber nur das Beste will und mich in alle möglichen Karrierelevel pusht. Ja. Ja, das ist auch Also eine Illusion. ja, ich muss es selbst übernehmen. Und das in der Zukunft und schon heute mehr denn je. Also in 10 Jahren werden wir, ich glaube, das können wir uns, also 10 Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich glaube, in 3 Jahren werden wir schon Veränderungen bemerken, wenn Amazon per Drohne auf unserem Teppich mit QR-Code die Sachen liefert. Ja. Also da werden sich einige Branchen noch richtig umgucken, was da abgeht. Die nehmen dann das Baby auch noch zum Wickeln mit, ne? Kostet dann 2 Euro extra. Richtig. Lass uns zu deiner Gegenidee in Anführungsstrichen kommen oder die mit dem Strom schwimmt. Du hast dieses Come-to-Coach entwickelt, erfunden. Erklär mir mal kurz, was ist das? Ist das das, was mich, wenn ich jetzt von der Schule komme, weiterbringen kann, eben in die Richtung, von der du sprichst? Ja, also es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal die Motivation und den Antrieb, den jeder von uns hat, etwas zu tun, was er liebt, ja. Und dann hast du einfach die Schwierigkeit, nicht jeder von uns hat das Glück, den Mentor zu treffen, den er vielleicht braucht, um den nächsten Schritt und das nächste Level zu erreichen. Und das waren die beiden Dinge, die beiden Säulen, die zu Come to Coach geführt haben.
neben der Tatsache, dass unser Bildungssystem nicht reformierbar ist, ja, da kann sich auch der Richard David Brecht Mühe geben und da Vollgas geben, das wird er nicht ändern, aber es ist wichtig, dass er die Missstände aufzeigt, um dann auch Startups die Möglichkeit zu geben, genau in diesen Engpass reinzuentwickeln, und genau das ist im Grunde Come to Coach. Okay. Und das andere große Thema, was ich sehr wichtig finde, ist, der Ursprung von Unternehmen war das Zurückgeben an eine Gemeinschaft. Ja? Ja, also wenn ich mir den Schmied von damals... Bei vielen. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück. Und ich glaube, es wächst auch eine neue Generation ran, Generation Y oder X oder wie auch immer, die einfach sagen, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, dann will ich, dass das Fairtrade ist. Ja? Dann ist das halt nicht das Kick-T-Shirt für 99 Cent. Ja. Ja. Und genau da wollen wir hin, dass wir gesagt haben, es ist ein Startup, wir müssen damit kein Geld verdienen. Das ist für uns ein Projekt, wo wir lernen können. Wir sind unser eigener Investor, wir sind gebootstrapped, also da gibt es niemand anderes außer uns selbst. Ja. Und wir können einfach hergehen und sagen, 50% des Incomes, also des Profits, investieren wir in Bildungsprojekte für Kinder. Jetzt nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen dort, wo du mit einem iPad und einem Mentor, der tausende von Kilometern weiter sitzt, auch was bewegen kannst, ja? Dass du diesen Kindern einfach eine Perspektive geben kannst. Das finde ich einfach extrem wichtig. Ja, super spannend. Wir leben in einem reichen Land. Ja. Das heißt, wenn ich mich da jetzt heute anmelde, was erwartet mich dann als Nutzer? Die unterschiedlichsten, wie ich immer sage, die besten Mentoren, die wir auftreiben konnten. Also man kann dort nicht automatisch Mentor werden, sondern man kann nur ausgewählt und angesprochen werden. Und du kannst einfach sicher sein, dass die Mentoren, die dort sind, dass denen auch wichtig ist, dass sie wertvolle Inhalte transportieren, dass du wirklich einen Schritt weiterkommst. Mhm. Ja. Die sind wahrscheinlich auch alle eine Marke, ne? Sonst wären sie nicht da drin. Ja, sind alle eine Marke, aber sie haben vor allen Dingen eine wichtige Message oder auch wichtige, ich finde Abkürzungen immer so ein bisschen schwierig, ja, oder Shortcuts, aber die haben halt unglaubliche Erfahrungen, die dir helfen können, egal ob du dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln willst oder ob du Speaker, Buchautor oder was auch immer werden möchtest, also auf diesem Bereich einfach da unglaublich engagiert auch sind und das Wissen einfach teilen wollen. Und wir haben gesagt, Bildung muss standortunabhängig funktionieren. Also wir alle kennen das, von einem Rechner sitzen und ein Webinar anschauen. Das war aber nicht unsere Message. Wir haben gesagt, am Baggersee will ich genauso lernen. Ja, ich will einfach kein Coaching mehr verpassen. Mein Handy habe ich dabei, also muss das in einer Mobile Academy einfach auch auf mobilen Endgeräten möglich sein. Ja. Und genau das haben wir getan. Ist das der Grund, warum Podcasts gerade so gut funktionieren? Ja, also weißt ja selber, also Podcast hat ja zwei wichtige Dinge. Das eine ist, du transportierst Emotionen, anders wie ein Text. Ja. Ja? Und Podcast funktioniert ohne Display. Wenn ich auf dem Pferd sitze, kann ich einen Podcast hören. Ja. Mach das mal mit einem YouTube-Video. Ja. Der Ast in deinem Gesicht ist dir sicher. Und das Pferd findet es wahrscheinlich auch nicht so witzig, wenn du irgendwas hantierst. Ja, super, ja, also spannend alles. Also wir werden auf jeden Fall Come to Coach unten in die Shownotes machen. Wir machen auch unten in die Shownotes diese Webseite, von der du gesprochen hast, wo es dieses Scoring gibt, um mal zu gucken, okay, wo stehe ich denn hier online? Was ist mein digitaler Fußabdruck? Und bevor wir in die Frage-Antwort-Runde am Ende kommen, habe ich die letzte Frage an dich. Wenn ich jetzt den Markenrebell irgendwie kontaktieren möchte, wie mache ich das? Über deine Fanpage, über deine Website, was ist der einfachste Weg? Über die Website markenrebell.de oder bei Facebook. Mhm. Ja, Markenrebell. Machen wir auch unten rein. Dann kommen wir ganz am Ende. Wir sind nämlich schon fast bei einer Stunde. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Da könnte ich echt ewig zuhören, weil es super spannend ist. Vor allem, wenn du selbstständig bist, dich irgendwann selbstständig machen willst oder dich irgendwann selbstständig machen musst, ist dieser Podcast auf jeden Fall ein Must hier. Jetzt habe ich schon wieder so ein blöder Abkürzung. Also, ich sag mal auf Deutsch, dann musst du dir das hier anhören. Nicht können. Ganz am Ende, Norman, wenn du so durchs Leben gehst, wie wächst du denn jetzt heute noch weiter? Was machst du, um als Mensch weiterzuwachsen? Oh, das Wichtigste ist, mit Menschen zu umgeben, die einfach entweder weiter sind in der eigenen Branche als man selbst oder, was ich auch sehr spannend finde, ist einfach perfekt ergänzen. Mhm. Also in der Unternehmenssprache heißt es Wertschöpfungskette, ja, also ja, die eigene Wertschöpfungskette erweitern, aber es funktioniert auch für uns Menschen genauso, ja, ja, dass man einfach sagt,
Wo kann man Persönlichkeiten, die zu einem passen, das ist immer wichtig. Ne? Also wenn es nicht matcht, menschlich, ob der Mensch, dann bringt das nichts. Aber wo kann ich selber skalieren langfristig? Ja. Wo kann ich dazulernen? Ich muss das zwar nicht verkaufen, aber es hilft mir einfach, es bereichert mich in meinem Wissen, ne? in dem Bildungsprozess, der dann stattfindet. Und das ist jetzt auch, wir sind ein klassisches Beispiel. Ne? Ich habe mit dir einen Podcast gemacht, jetzt, du hast mit mir einen Podcast gemacht, also dieses Collaboration, ne? Zusammen. Die Vernetzung, ja genau. Ja, Netzwerk. Ja. Und was bedeutet für dich denn Freiheit? Also Freiheit bedeutet für mich, dass du Herr deiner Zeit bist. Also ich glaube, Zeit ist die neue Währung. Mhm. Ich persönlich sehe Geld als Rohstoff, ja, also das ist für mich was hilft zu investieren, um Dinge zu erschaffen, zu entwickeln, kreativ zu sein. Und ich glaube, Zeit, weißt du, wenn du morgens aufstehen kannst, aber nicht musst, oder wenn du sagst, du arbeitest jetzt keine 10 Stunden, sondern 2 reichen auch, ja, und du selbstbestimmt bist in der Zeit. Also selbst wenn du Zeit hast und die ist fremdbestimmt, ist es ein Problem, mhm. ja, weil es nicht deine Zeit ist, weil du hast die Zeit abgegeben in die Hände anderer. Ja. Und sich immer wieder Tag für Tag die Frage zu stellen, inwieweit ist diese Stunde, die ich jetzt gerade vor mir habe, durch mich bestimmt, mhm. Ist viel wertvoller, als zu sagen, ich habe sie meinem Arbeitgeber gegeben oder ich warte jetzt auf jemanden, der diese Zeit füllt. Mhm. Finde ich sehr schwierig. Also Zeit ist... Selbstbestimmte Zeit ist Freiheit. Du hast jetzt noch eine Steilvorlage gegeben. Was hast du denn getan, um finanziell frei zu werden? Zu sagen, ich kann jetzt aufs Pferd gehen, ich kann diese 2-3 Stunden machen. Gibt es da so einen Golden Nugget, wo du sagst, das war einer der Schritte, der hat dazu geführt? Es ist die Extrameile. Immer. Es ist immer die Extrameile. Das klingt zwar so ein bisschen absolut und pauschal gesagt, aber... Ich bin sicher, ich kann jedem zeigen, wie er Geld verdient, wenn er bereit ist, denselben Schmerz auszuhalten, den ich hatte. So, wow. Und das ist der Punkt. Ja. Und deshalb lebst du jetzt, wie du lebst, mit Pferd und in einem Gehöft. Ja. Ja, trotzdem habt ihr schnelles Internet, da sehe ich, auf dem Gehöft im Ohr. LTE. Und die letzten beiden Fragen. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Kannst du auch philosophisch betrachten, die Frage. Muss nicht ein Ort sein. Also ich glaube, der schönste Ort und der kann, der ist hier oben in dem Kopf. Also der ist einfach dort, wo die Menschen sind, die du liebst. Und das ist völlig egal, ob das in irgendeiner karibischen Bucht ist oder ob das im Odenwald zu Hause ist. Ja? Also ich glaube, dieses Zuhausegefühl in den Herzen der Menschen, die du liebst, ist einfach der Ort. Okay. An dem du dich wohlfühlst, ja. Und jetzt kommt die finale Frage, der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast. Spannend für mich, weil dein Papa war so ein Mentor, Dale Carnegie Bücher. Was ist der wichtigste Satz jemals? Also der wichtigste, gibt eigentlich zwei. Darfst du auch, also, darfst auch zwei nehmen, gerne. Also der eine ist glaube ich, ein Markenspruch von Mercedes gewesen. Du musst nicht alles sehen, um zu wissen, dass es da ist. Mhm. Ja. Und da schließt sich eigentlich der andere so ein bisschen an, ist Visionen zu haben, ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen. Also ich glaube, jeder von uns, und das ist ein Potenzial, was nur gehoben werden muss. Also es gibt nicht die Person darf Visionen haben und die hat Ideen und so weiter, sondern wir alle tragen uns Ideen. Die Frage ist nur, haben wir die Chance und haben wir die Möglichkeit, den Perspektivwechsel hinzukriegen, um das zu sehen und das Potenzial in uns selbst zu erkennen, ohne immer jemand anders dafür zu brauchen. Es ist nice, wenn man so jemanden hat, wenn man so einen Mentor findet, so einen Trainer, der an seinen Schützling glaubt. Ja? Aber man kann das auch selbst machen, wenn man nur genau genug hinguckt und tief in sich hineinhört. Ja. Wow, das heißt aber auch übersetzt, dass jeder Mensch theoretisch die Marke seines Lebens sein kann. Also es kann aus jedem Menschen eine richtige Marke werden. Ja, die Definition von Marke ist die DNA des Markenkerns. Und jeder von uns ist individuell, hat seine eigene DNA. Also jeder trägt den Kern der Marke in sich. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Was machen wir aus diesem Potenzial, Mensch zu sein? Wow. Machen wir es sichtbar oder überlassen wir das anderen? Das war ein ganz spannender Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Norman. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Allen, die hier zugeschaut haben und zugehört haben, sagen wir ganz herzlich Dankeschön.
Du darfst unseren Podcast, den Bewohnerfrei-Podcast, gerne bewerten und auch weiterempfehlen. Das ist ganz wichtig. Und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Wenn du die anderen Folgen sehen oder hören möchtest, unter www.tobias-beck.com/podcast. Vielen Dank heute mit dem Markenrebell Norman Glaser. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, Tobi. Ciao, ciao.